Sie wollen die Abschiebung von rund 60 Flüchtlingen verhindern. Auch die ASFINAG berichtet hier von einer Totalsperre. Sie soll seit rund einer Stunde eben aufrecht sein. Unter den Protestieren befindet sich eben auch die frühere Vizebürgermeisterin Wiens, Birgit Hebein. Es wurde in der Vergangenheit ja schon mehrmals demonstriert gegen die Abschiebungen von Asylantinnen und Asylanten. Ihr Verständnis hält sich hier in Grenzen. Warum? Ja, unser Verständnis ist bei null, weil hier hat man es damit zu tun, dass es langjährige Verfahren gibt im Rechtsstaat, wo es Einsprüche gibt, wo es erstinstanzliche Urteile gibt, wo es zweitinstanzliche Urteile gibt und wo es letztinstanzliche Urteile gibt. Und wenn dann einmal ein negativer Asylbescheid ausgesprochen wird, dann hätten all diese Personen eigentlich die Pflicht, das Land selbstständig zu verlassen. Weil sie dieser Pflicht nicht nachkommen, muss der Rechtsstaat tätig werden, muss die Polizei tätig werden, müssen die Exekutivkräfte tätig werden und müssen diese Personen noch irgendwie aus Landes bringen. Unter denen sind oftmals Mörder, Vergewaltiger, es hat einen Grund, warum die nicht hier bleiben dürfen. Es sind Leute, die unter falschem Grund hierher gekommen sind, die den Staat belogen haben. Und wenn diese oft gefährlichen Personen dann endlich aus Landes gebracht werden, dann demonstrieren Menschen dagegen, dann demonstrieren sogar grüne Politiker dagegen. Ich sage, das ist ein Wahnsinn. Hier wird in Wahrheit nicht nur die Wirtschaft geschädigt, hier wird nicht nur der Verkehr zum Erliegen gebracht, was katastrophale Folgen hat, sondern hier wird auch die Sicherheit der Wienerinnen und Wiener und der Österreicher in Gefahr gebracht, mutwillig. Hier sind Leute, von denen viele verurteilt wurden, von denen viele kriminell waren und von denen alle rechtskräftig negative Asylbescheide haben. Die hätten das Land schon längst verlassen müssen. Wenn es jetzt endlich passiert, dann soll man das nicht blockieren, sondern dann soll man vielleicht gut beiwünschen. Es haben sich hier unglaubliche Szenen abgespielt. So sieht man zum Beispiel auf den Social Media Accounts, dass einige Aktivisten sich sogar von der Autobahnbrücke abgeseilt haben. Andere errichteten eben eine Sitzblockade. Warum gehen denn hier derartig die Wogen hoch? Es ist totaler Wahnsinn. Irgendwelche Linken, die hier wieder ihre anarchistischen Methoden verwenden müssen und in Wahrheit damit nur Schaden produzieren. Sie müssen sich vorstellen, die Wirtschaft in Österreich ist eh schon in einem derartig großen Ausmaß geschädigt. Jetzt wird noch die Autobahn Zufahrt blockiert, es wird der Weg zum Flughafen blockiert, Geschäftsreisende kommen nicht weiter, Transporter kommen nicht weiter, Menschen, die vielleicht Angehörige dringend besuchen müssen, Pendler. Hier kommt es zu chaosartigen Situationen, nur weil wenige Anarchisten den Rechtsstaat nicht akzeptieren wollen. Und das sage ich Ihnen ganz klar, da haben wir als FPÖ null Verständnis dafür. Und wenn da jetzt auch noch die grüne ehemalige Vizebürgermeisterin Hebein darunter ist, dann sieht man, was für Geisteskinder das sind und dann sieht man auch, wie gut es ist, dass sie in Wien nicht mehr in der Landesregierung sind, aber wie notwendig und wichtig es wäre, dass die Grünen auch nicht mehr in der Bundesregierung vertreten sind. Das ist eine anarchistische Truppe, die anscheinend auch vor Gewaltmaßnahmen in manchen Bereichen nicht zurückschreckt. Und hier muss ganz dringend eine Distanzierung seitens der Bundesregierung erfolgen. Und Herr Kraus, Sie werden es nicht glauben, sogar Prominente trifft es, nämlich die österreichische Fußballnationalmannschaft, unsere ÖFB-11, begeht eben, die müssen zu Fuß jetzt zum Flughafen marschieren, weil die spielen ja gegen Dänemark die WM-Qualifikation und damit sie einen Flieger noch bekommen, muss hier die ÖFB-Mannschaft zu Fuß zum Rollfeld. Na, man sieht es, Millionen von Österreichern fiebern dem Match gegen Norwegen entgegen. Alle hoffen, dass wir da wieder den Sieg einfahren. Wir sind hier in der Gruppe auf Platz 2. Es geht um Platz 1. Wenn wir gewinnen, können wir in der Gruppe rund um die WM-Qualifikation den ersten Platz einnehmen. Und was machen diese Chaoten? Sie wollen unsere Nationalmannschaft auch noch daran hindern, überhaupt hinzureisen. Das ist sicherlich keine optimale Anreise. Und ich glaube, wenn es da ein schlechtes Resultat gibt, dann kann man diese Leute auch durchwegs mitverantwortlich machen. Das Match gegen Dänemark gibt es ganz genau gegen Dänemark morgen, 20.45 Uhr am morgigen Mittwoch. Und ja, da muss eben die österreichische Nationalmannschaft eben jetzt schon anreisen. Und genau. Ist eben auch eben von diesem. Ist ja unter den Covid-Bedingungen eh schon so schwierig, irgendwo auch zu betroffen reisen. Eben von dem Stau. Und blockieren diese Chaoten auch noch die Straße. Ich glaube, es wäre besser, unsere Nationalmannschaft ein bisschen anzufeuern, anstatt hier solche Maßnahmen zu setzen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Es ist eben ein Stau auf der A4 an diesem Vormittagsverkehr. Um die Abschiebung nach Afghanistan zu verhindern, blockieren eben Aktivistinnen und Aktivisten die Zufahrtsstraßen zum Flughafen mit Schwächert. Rund 45 Afghaninnen und Afghanen sollen hier eben heute abgeschoben werden. Soweit dazu. Und wenn Sie rund um den Flughafen in Schwächert unterwegs sind, bitte noch einmal unser Hinweis: Radio Austria in Wien und Niederösterreich mit der Frequenz 102,5 hier eben um den Wiener Flughafen Schwächert zu empfangen. Da halten Sie die Kollegen mit dem Verkehrsservice auf dem Laufenden. Jetzt blicken wir erneut zu den Corona-Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung, sprechen hier mit Ihnen weiter mit Breaking News. Breaking News.
Und das sind eben die Breaking News seit dem gestrigen Montag, dass der Lockdown in Wien verlängert wird. Er hat noch nicht einmal begonnen, geht ja schon in die Verlängerung. Osterruhe wurde es tituliert, sollte gelten von Gründonnerstag bis zum Dienstag nach Ostern. Nun ist er jetzt schon gleich verlängert worden bis zum 11. April. Niederösterreich und Burgenland könnten nachziehen. Hier will man die Lage eben noch beobachten. Hans-Peter Doskozil hat sich eben gerade vorhin bei einer Pressekonferenz eben auch sehr besorgt gezeigt über die aktuelle Corona-Situation hier bei uns im Osten des Landes. Sie sind ein Gegner von dem Lockdown, haben Sie gerade schon zu Protokoll gebracht. Aber was könnte man aus Ihrer Sicht denn machen, um die Zahlen zu senken? Denn es lässt sich nicht abstreiten, die Zahlen steigen und steigen in dieser dritten Welle wegen der britischen Mutation. Das sind halt Fakten. Man sieht, wie absurd das Ganze ist. Auf der einen Seite sperrt man die Wienerinnen und Wiener jetzt ein, obwohl, Sie haben es richtig gesagt, der Lockdown hat noch nicht einmal begonnen. Man weiß nicht, ob er was gebracht hat oder nicht. Verlängert man ihn schon, obwohl wir aus der Vergangenheit wissen, dass die Lockdowns der letzten Zeit überhaupt nichts mehr gebracht haben, weil die Menschen sich nicht mehr daran halten, weil sie sich lieber im privaten Rahmen dann treffen, in kleinen Wohnungen vielleicht treffen, anstatt dass man kontrolliert im Freien oder kontrolliert in der Gastronomie im Freien Treffen ermöglicht, wo es weniger Ansteckungsgefahr gäbe. Das heißt, hier eine falsche, auch nach nachweislich falsche Politik des Bürgermeisters und der Bundesregierung. Und auf der anderen Seite, und das muss man auch einmal ansprechen, gibt es eine Bundesregierung, die völlig unfähig ist, seit Wochen und Monaten genügend Impfungen für Österreich und für Wien herbeizuschaffen. Wo man wahrscheinlich beschäftigt ist mit Korruptionsaffären rund um den Herrn Blümel, rund um den Herrn Schmidt, wo die Bundesregierung völlig im Chaos versinkt und es nicht schafft, Impfungen zu besorgen. Und wenn wir dann auf Wiener Ebene heute gehört haben, dass von den 11 Impfstraßen, die es in Wien gibt, wo es ja ohnehin viel zu wenig Impfungen auf freiwilliger Basis in Wien gibt. Von diesen 11 Impfstraßen sperren 10 über Ostern zu. Na Entschuldigung, so werden wir nicht aus diesem Lockdown und aus dieser Krise hinauskommen. Wir bräuchten eine aktive, eine mutige Politik, die einerseits unter kontrollierten Voraussetzungen Wirtschaftsöffnungen ermöglicht, Gastronomieöffnungen ermöglicht, aber auch auf der anderen Ebene nicht die Impfstraßen schließt, sondern ganz im Gegenteil mehr Impfdosen kauft und den Leuten auf freiwilliger Basis zur Verfügung stellt. Wenn man nicht vernünftig agiert, wenn man nicht mutig agiert, wenn man nicht rational agiert, dann werden wir vom einen Lockdown in den nächsten taumeln, bis es in Wien überhaupt keine Unternehmen mehr gibt, bis wir noch mehr Arbeitslose haben. Wien hat ja bereits die höchste Arbeitslosenzahl Österreichs. Und dann wird es auch keine Lokale mehr geben, die aufsperren werden nach dem nächsten Lockdown, weil die sagen, dass es sich nicht mehr auszahlt, dass sie kein Geschäft mehr machen können. Und für diese Massenpleiten und für diese vielen, vielen Probleme ist dann die Stadtregierung und ist die Bundesregierung verantwortlich. Und eins möchte ich auch noch ansprechen. Bitte. Und das ist die Situation der Kinder und die Situation der Jugendlichen in Wien und in Österreich. Die sind seit über einem Jahr eingesperrt. Die sind seit über einem Jahr großteils in Distance Learning, müssen von zu Hause lernen, sich Dinge selbst beibringen und haben keine nötige Unterstützung seitens des Bildungsministeriums erfahren. Und denen symbolisiert man jetzt, es geht genauso weiter, bleibt es weiterhin zu Hause. Entschuldigung, wir haben die Situation, dass in Wien jeder sechste Schüler Selbstmordgedanken hat. Das sind Kinder, die früher Instrumente gelernt haben, Sport gemacht haben. Die werden eingesperrt, einkaserniert, völlig ohne Grund, anstatt dass man denen die Möglichkeit gibt, in die Schule gehen, Freunde zu treffen, Wissen zu erwerben, Freizeitaktivitäten zu machen in einem kontrollierten Rahmen, sperrt man die weiter ein. Das ist Zukunftsraub an der nächsten Generation. Und das erklärt sich dann auch daraus, wenn man sieht, dass man einen Bundeskanzler hat, der keine Kinder hat, einen Bürgermeister hat, der keine Kinder hat und die offensichtlich nicht wissen, wie es den vielen, vielen Familien in dieser Stadt geht, die eingesperrt sind. Schauen wir noch zu einem weiteren großen Thema. Das ist der sogenannte Impfstopp rund um Ostern. Ja. In einigen Bezirken wird hier tatsächlich nicht geimpft. Das ist quasi die Osterruhe für die Impfenden sozusagen. Ja. Da wird einige Tage ausgesetzt. Haben Sie dafür Verständnis, dass man jetzt bei den Impfungen wieder einen Gang runterschaltet rund um die Ostertage? Nein, dafür habe ich null Verständnis. Schauen Sie, für mich gibt es eine Sache, die wesentlich ist. Niemand darf zu dieser Impfung gezwungen werden. Es muss auf freiwilliger Basis sein. Aber gleichzeitig jeder, der diese Impfung auch möchte, der muss endlich die Möglichkeit haben, sie zu bekommen. Wir erleben die Situation, dass andere Länder von England bis Großbritannien, Israel, die Vereinigten Emirate, die Vereinigten Staaten, überall dort gibt es bereits Massenimpfungen. Dort sind die Bevölkerung zu einem guten Teil von den Impfwilligen bereits durchgeimpft. Und in Österreich und speziell in Wien sind wir so weit, dass die über 70-Jährigen jetzt langsam dran kommen. Das ist ein Chaos und jetzt sperrt man die Impfstraßen noch über Ostern weiter zu. Entschuldigung, das kann es nicht sein. Hier muss endlich sinnvoll und besser agiert werden.